Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Exploration suit is at 100%. Freiheit und herzlich willkommen zu. Aber wie heißt das Spiel? Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für den Yogi. Ja, wir sind gelandet. Okay. So, da drüben sind direkt schon Viecher, die uns böse kommen. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Ja, wir haben eine einzige Aufgabe hier im Prinzip. Wir müssen für die Firma Sachen sammeln. Und, das ist die Aufgabe. Größer, weiter, höher, schneller. Ja, wir wurden hier auf einen fremden Planeten geschickt, um Ressourcen zu bekommen. Den müssen wir erstmal wegmachen. Er findet es nämlich nicht so toll, dass wir hier Ressourcen klauen. Also, beziehungsweise ist halt ein wildes Tier und wilde Tiere können wir hier bei Fixit einfach nicht gebrauchen. So, haben wir den Hub schon mal gebaut. Sind ja auch direkt mal zwei große Ausrufezeichen. Yay! Feature! Woo. Großer Punkt dieses Spiels ist es, Materialien abzugeben, um neue Sachen zu bekommen. Erste Sache, die wir machen müssen, sind hier 10 Rohrleitungen und dann kriegen wir einen Ausrüstungswert statt mobilen Miner und einen Inventarslot mehr. Brauchen wir dafür das Eisen, was wir schon haben. Eisenbarren. Und das ist der Moment, warum geschnitten wird. Das kann nämlich alles durchaus etwas länger dauern. So, ganz entspannt haben wir uns jetzt erstmal eine Ausrüstungswerkstatt gebaut. Oh, die sieht mittlerweile cooler aus als am Anfang. Wir sind im dritten Upgedate. Mobilen Miner. Haben wir nochmal 3 Eisenstangen und 3 Platten. Platten haben wir eben aus Versehen zu viel gemacht. Das heißt, wir machen jetzt 3 Rohrleitungen noch. Und dann setzen wir uns ganz bequem hier hin und machen uns einen. Das dauert einen Moment länger, weil so einen Miner machen wir natürlich nicht so schnell. So. Den nehmen wir dann erstmal in die Hand. Und stellen ihn da hin. Und dann packt der Kleine sich aus und fängt er erstmal an zu bohren. Oh yeah. Machst du stabil? Ja, schön. Und hol das Eisen. Können wir auch reingucken. Es füllt sich nach und nach mit Eisen. 100 kann er, glaube ich, aufbewahren.
Aber wir wollen ja nicht in so kleinen Massen denken. Das heißt, wir werden jetzt noch 2, 3 Stück bauen, dass wir hier gleich ein bisschen mehr abernten können. Und damit uns nicht langweilig wird, beziehungsweise wir schnell genug viel Eisen bekommen, klatschen wir noch ein paar davon hin. Ich meine, die setzen sich alle so lustig auf. Muss man auch mal unterstützen. Da noch einen hin, komm. Brav. Hier tun wir noch einen hin. Wenn wir gerade schon dabei sind, noch einen. So, schön machen sie das. Und die bohren dann mal alle. Hier drüben stehen auch schon 3 bereit. Da können wir kurz mal unser Eisen abholen. Ja, die rasten schon ein bisschen aus. Muss mal aufpassen, ne, dass sie nicht kaputt gehen. Aber es interessiert die eigentlich relativ wenig, weil die können aktuell noch nicht kaputt gehen. Im nächsten Upgrade bekommen wir einen Schmelzofen, eine Stromleitung. Macht Sinn, weil wir brauchen für den Schmelzofen Strom. Kupferbarren, Draht, Kabel und unser Scanner kann Kupfererz finden. Die können wir noch nicht machen. Weil wir brauchen überall Kupfer. Machen wir mal das hier. Meilenstein auswählen. Wir haben ja auch hier oben aktiv als Meilenstall, dass wir da was sehen können. Und Upgrade. Wow. Neue Teile, neue scannbare Ressourcen und ganz wichtig, ein Bio. Congratulations. You have unlocked Hub Feature, Biomass Burner. Scanner Feature, Copper. New Buildings and... Ganz wichtig, unser neuer Biomasseverbrenner. Da können wir Biomasse reintun, wie zum Beispiel Blätter, Holz, was auch immer. Und dann erzeugt er uns Strom. Wir schnappen uns jetzt mal einen unserer kleinen Stinke. Wir können den einfach mitnehmen. So, wir nehmen uns mal direkt 2 Stück. So, haben das Material dann auch gleich. Es könnte sein, dass das da unten direkt schon Kupfer ist. Wir scannen auf jeden Fall mal direkt nach Kupfer. Oh, in die Richtung haben wir Kupfer. Auch gut. 100 Meter, das ist in Ordnung. Unten lebt wieder so ein nettes Vieh. Das müssen wir erstmal davon überzeugen, dass das unsere Kupferader jetzt ist. Oder unsere Kupferadern. Daneben. Gut, ich auch. Ich renne immer im Kreis. Aber eigentlich relativ gut platt machen mit ein bisschen Übung. Und wenn sie einen mal treffen, ist auch nicht so schlimm. Ja, hier ist Kupfer. Das können wir genauso ernten wie das Eisen. Machen wir ein bisschen Musik. Und damit das Kupfer nicht untätig hier rumsitzt, während wir gucken gehen, was wir damit machen können. Also natürlich 2 unserer portablen Miner. Das da hinten ist übrigens Giftgas. Dahin und nehmen das hier noch mit, bevor wir natürlich weitere Upgrades machen, um da oben früher oder später unsere automatisierten Geräte stehen zu haben. Let's go. Yeah, wir haben also meinen Schmelzofen zu bauen. Den positionieren wir mal direkt schon so, dass der Eingang, also die Maschinen, die meisten haben Eingang und einen Ausgang, auf der Seite ist, wo unser Eisen rauskommt. Aber man sieht schon hier, unsere kleinen Geräte hier, die haben aufgegeben, die sind voll. Gibt kein Eisen mehr. 100 Eisen ist hier drin. Eisenerz, muss man ja politisch korrekt bleiben, ja. Das nehmen wir jetzt mal alles mit. Können auch schon mal 100 Eisen davon, also wir können uns aussuchen in der Schmelze. Eisenbarren, Kupferbarren. Wir wollen Eisenbarren in dem Fall. Tun wir mal unser Eisen hier rein. Passiert nichts, weil das Ding noch keinen Strom hat. Wir brauchen nämlich aktuell noch Kabel. So. Und unser Generator muss natürlich auch Strom produzieren. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe da ein bisschen Blätter mitgenommen. Gehen wir mal rein. Dann macht er Strom und er macht 20 Milliwatt in 0,8 Sekunden. Hat aber keine Verbindung, er hat keinen, den er versorgen muss. Dann ist er auch nicht an, der ist recht energiesparend. Wenn wir jetzt aber diese Kabel in die Hand nehmen. Nein, Yogi, es reicht nicht einfach Kabel. Du musst im Baumenü kritische elektrische Energie auswählen, die Stromleitung und dann kannst du beiden Geräte verbinden. Und wir sind an. Er hier häckselt unsere Blätter und macht damit Strom. Und er hier löst unser Eisen in Eisenplatten. Das gleiche können wir früher oder später auch unten beim Kupfer machen, aber wir gucken jetzt erstmal, was wir für die nächste Stufe brauchen. Um das nächste freizuschalten, sprich den Konstruktor, der kann Sachen bauen, Strommast, dass unsere Stromleitung ein bisschen länger sein können, weil die aktuell, es geht nicht so lange, Beton, Schrauben, verstärkte Eisenplatte und Kalkstein, sonst kann man keinen Beton machen, brauchen wir besagte Zutaten. Und zwar 20 wunderbare Eisenstäbe, Eisenstangen, 20 Eisenplatten
und 20 Kabel. Upgrade. Solltet ihr dieses Spiel spielen und jemals diese Schnecken sehen, nimmt sie mit. Nimmt sie einfach mit. Damit kann man später... Digga, komm mal her. Lag mich mal hier runter. Early Access. Jo, Digga, ich baue den Strommast rein. Ja, komm, komm, komm. Komm. Greif mich an. Ja? Ja? Na gut. Wir sehen uns, wenn ich hier runter bin. Ja. Bin wieder gestorben. Oder ich bin gestorben. Aber ist kein Problem. Wir machen hier in unserer Zentrale auf. Wir haben mittlerweile sogar zwei Betten. Wir können auch Besuch bekommen, ja. Schön ist ja, pro Upgrade wird die Base immer so ein Stückchen größer. Und was noch viel schöner ist, man verliert nichts. Wir rennen jetzt einfach hier runter, wo eben unsere Schnecke war. Sammeln alles auf und gehen schnell wieder weg. Kalkstein finden wir natürlich genauso wie alles andere. Wir geben es in unser Gerät ein und sagen, wir wollen Kalkstein haben. Hopp. 200 Meter da drüben, das erste. Gehen wir doch mal direkt hin. Oh, hier ist überall Eisen, Freunde. Überall. Jetzt hier ist Eisenmecker. Leben. Ja. Ja. Man muss sich einfach nur im Kreis drehen. Aber egal. Diese Beeren hier übrigens auch gerne einsammeln, weil die kann man essen, die bringen Leben wieder. Jetzt da unten, wir haben gerade 3 Gesundheit. Bisschen wenig natürlich. Bringen im Prinzip was zurück. Drüben ist noch ein Vieh. Den brauche ich nicht. Ja, was bist du denn? Ja, hallo? Riesenzecke. Einmal ist es jetzt so, dass jede Ressourcenquelle belagert ist von Viechern. Nein, hier fliegen nicht irgendwelche komischen Aliens. Ja, was bist du denn für ein kleiner Stinker? Keine Angst, ich tu dir nix. Guck mal, hier willst du eine Nuss haben. Guck mal, ich esse eine Nuss. Willst du auch eine Nuss? Ich kann mich nicht hingehen, sonst würde ich jetzt näher gehen. Guck mal hier, wir bauen hier nur ein bisschen Kalkstein ab. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal Kalkstein, um den nächsten Punkt machen zu können. Das Spiel ist das gleiche wie immer. Wir nehmen Sachen mit. Und wir stellen unseren Miner auf. Der leckt sich über die Lippen. Ich bin mir nicht so sicher, ob der uns snacken möchte. Streicheln! Das ist ein Echsenhund. Wir können ihn streicheln. Bleib hier, Digga. Ich tu dir nichts. Wir streicheln dich. Nein. Guti, guti, guti. Guti, 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 guti. Den interessiert das nicht so. Kann ich ihn mit meinem Futter überzeugen? Guck mal hier, guck mal, snackt. Willst du auch was? Jetzt habe ich alles aufgefressen. Wir sind so eine Art Papageienvögel, die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Papageienratten. So. Hier was? Müssen wir euch töten? Ich meine, wir sind hier, um unserer Firma neue Ressourcen zu bringen. Für den Fortschritt. Ihr habt nichts gesehen. Wir haben ein paar Updates zu machen und ich würde sagen, let's do this. Wir brauchen hier Platten, Kabel, Beton. Upgrade. Upgrade 5 machen wir gleich mit. Nochmal Spore, Kabel, Beton. Upgrade. Upgrade 6 nehmen wir auch. Ja, geh jetzt weg, ich will hier was machen. Mal davon, hier von, dort, hier, mehr davon, und go! Aha, da ist mein Upgrade nicht mehr hinterhergekommen. So muss das.
Warum habe ich jetzt alle Upgrades auf einmal gemacht? Einmal, wir kriegen für unsere Produktion den Konstruktor, haben wir ja schon gesagt. Der kann Sachen zusammenbauen, also wir müssen nicht mehr selbstständig irgendwas bauen wie unsere Rohre oder so. Also einfache Sachen kann er. Den Miner, der ist etwas größer. Den können wir statt diesen kleinen portablen Dinger nutzen und auf unsere Minen setzen und mit einem Laufband dann mit der Schmelze direkt verbinden. Sprich, es wird alles automatisiert, was wir bisher können. Das geht bei Kupfer, das geht bei Stein. Die sind individuell einsetzbar. Schmelzofen haben wir ja schon gesagt. Natürlich auch einen Strommast und einen Biomassebrenner. Also wir müssen nicht mehr den und den zweiten, den wir jetzt dazu bekommen haben, nutzen, sondern können direkt alles tun, was wir wollen, wo wir es wollen. Ein Fördermast und Förderband, die können wir einfach kombinieren. Und wir haben vor allem einen Lagercontainer. Das müssen wir alles mal dann lustig zusammenbauen. Haben wir auch unsere Research-Station? Ne, die haben wir noch nicht. Es wird noch eine Research-Station geben. Aber hier haben wir auch erstmal schön was Dickes bekommen. Das sieht mal ordentlich aus. Und ganz wichtig, man hat es eben noch gesehen, speziell der Weltraumlift. Sammle Rohstoffe, um Montageprojekte abzuschließen. Wenn du hier Phasen abschließt, kannst du spätere Meilensteine im Hub freischalten. Aber wir haben noch Stufe 1 und Stufe 2. Da gibt es noch ein bisschen was, was wir freischalten können. Let's do this. So, das war's erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Ich habe mir gedacht, Satisfactory ist ein schönes Spiel, aber um es ungeschnitten rauszuhauen, ist einfach zu viel, was nebenher passiert. Dementsprechend, wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Und ich denke mal, nächste Folge kommt am nächsten Sonntag. Weil erstens, ich glaube, wir sind gerade ungefähr, wenn der Schnitt hier zu Ende ist, bei 3 Stunden Spielzeit. Also ist ein bisschen Zeit drin und natürlich auch ein bisschen Zeit, was der Schnitt dann dauert. Und es wird nicht unbedingt schneller gegen Ende hin. Also ich bin zwar jetzt mittlerweile beim Automatisieren ein Stückchen weiter, aber das alles in der nächsten Folge. Bis dahin dir eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye.